Mr. Turner, I was wondering if you think it's a good idea to reduce 90% of the population because we are being overpopulated by a lot of... 90%. 80? Prince Philip said 80, sir. I go with 85. I think 2 billion is about right. Juristisches Glattei. Sie scheißen auf euch. Sie verachten euch, sie verhöhnen euch, sie verlachen euch. Verfassungsschutz ist gleich Übersetzung, ist gleich Stasi. Meine Frage lautet also, lügen Sie bewusst oder haben Sie nicht recherchiert? Oh! Hallo liebe Freunde, dieses Video wollte ich schon lange machen. Ich werde in diesem Video nicht nur erklären, dass Sie 5 Milliarden Menschen ausrotten wollen, dazu habt ihr am Anfang einen Einspieler gesehen, sondern das Wichtige ist, ich werde erklären, warum Sie Hunderte von Millionen von Menschen ausrotten werden, selbst wenn der Mensch wirklich schuld am Klimawandel wäre und selbst wenn die da oben es komplett gut mit uns meinen. Und ich werde am Schluss des Videos erklären, warum euch einige alternative Medien darüber auch belügen, warum sie sich an diesem Massenmord beteiligen, was man dagegen tun kann. Also, ihr habt es am Anfang gesehen, Ted Turner wurde befragt, was die richtige Anzahl von Menschen auf dem Planeten wäre. Er antwortet 2 Milliarden. Das hat er in einem 2008er Aussage in der Philadelphia's Temple Universität bestätigt. Eine Aussage von 1996 von ihm besagt, dass er die Menschheit auf 225 bis 300 Millionen Menschen beschränken möchte. Das korrespondiert in etwa mit den Georgia Guidestones, wo man die eine Bevölkerungszahl von 500 Millionen für ideal hält. Aber mit den Georgia Guidestones zu kommen, da sagen die Leute, ja, aber was weiß ich, wer die da hingestellt hat. Ted Turner ist der Gründer des größten Nachrichtensenders der Welt und er will die Bevölkerung auf 500 Millionen oder erst auf 300 Millionen und inzwischen auf 2 Milliarden beschränken. Wir sind etwa 7,5 Milliarden, das heißt, er will 5 Milliarden Menschen ausrotten. Es ist nicht irgendjemand, sondern der Gründer des größten Nachrichtensenders der Welt und er begründet das und er will gleichzeitig eine Politik gegen die globale Erwärmung starten. Das sagt er zum Teil in denselben Interviews. Wir blenden das ein. Also jemand, der die Menschheit um 5 Milliarden Menschen reduzieren will, sagt gleichzeitig, wir brauchen eine Klimapolitik. Das heißt, der logische Schluss ist, die Klimapolitik wird zur Ausrottung von 5 Milliarden Menschen führen. Das ist der logische Schluss. Ich werde aber auch erklären, warum das eben tatsächlich der Fall sein wird, wenn sie weltweit umgesetzt wird. Was ja das Ziel ist, sie sprechen ja immer von einem globalen Klimaregime und so weiter. Sie wollen die Politik also weltweit umsetzen. Ich habe euch noch ein paar Zitate rausgesucht, die lassen wir einfach mal durchlaufen. Von den Eliten, die sagen, wir wären zu viele Menschen auf der Welt. Also Bill Gates, Aurelio Pecci, der Club of Rome Gründer, Henry Kissinger und so weiter und so fort. Michael Gorbatschow, Prinz Philipp, der als Virus wieder auf die Welt kommen will. Jacques Cousteau, John Holdren und so weiter und so fort. Es gibt also genug Zitate dazu, dass wir angeblich zu viele Menschen auf der Welt wären. Ich habe es in meinem ersten Buch schon erklärt, das ist alles Unsinn. Die Menschheit passt 2,5 Mal nach Australien, die jetzige, inklusive der Ackerflächen, die zur Ernährung nötig sind. Das ist alles ein Betrug. Das kann man sich ganz einfach am Taschenrechner ausrechnen. In meinem Buch habe ich es gemacht. Das ist also eine glatte Lüge. Aber sie verkaufen uns den Mythos der Überbevölkerung, um uns klarzumachen, dass wir die Menschen der Feind sind, wie es ja auch in diesem einen Report vom Club of Rome steht. Habe ich schon ein Video dazu gemacht. Aber jetzt mal dazu,
dass selbst wenn jetzt der Mensch das Klima erwärmt, was passiert, wenn wir eingreifen und es uns gelingt, die Erwärmung zu verhindern? Also, das ist sogar Mainstream-Artikel, Tagesspiegel. Die Kälte fordert 20 Mal so viel Tote wie die Hitze. Das ist eine Studie am Global Health Research Center an der Duke Kunshan Universität. Wurde im Mainstream sogar berichtet. Das heißt natürlich, das habe ich auch schon oft erklärt, die Menschen sterben an der Kälte und nicht an der Hitze. Hier kann einer mal einen Hitzeschlag erleiden, aber dann geht er halt, normalerweise gehen die Menschen halt in Schatten, wenn es zu heiß wird, oder haben ja dank der Technisierung auch Klimaanlagen und so weiter. Aber an der Kälte sterben die meisten Menschen 20 Mal mehr. Das heißt, wenn es im Durchschnitt wärmer werden würde, würden weniger Menschen sterben. Ganz klar, weil es in den Kälteregionen dann etwas wärmer wird und da weniger an Kälte sterben. Das heißt, wenn es tatsächlich wärmer wird, ist das gut. Wenn mehr CO2 in der Luft ist, ist es auch gut, natürlich wegen dem Pflanzenwachstum. Die Wüsten ergrünen deswegen gerade. Darüber habe ich aber auch schon viel gemacht. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass wenn wir die Temperatur reduzieren könnten, wir können sie gar nicht reduzieren, aber selbst wenn wir sie reduzieren könnten, wäre das schlecht, weil dann mehr Menschen sterben. Es ist natürlich auch falsch, dass die globalen Meeresspiegel dramatisch ansteigen, sondern seit Jahrhunderten um etwa 1-2 Millimeter, glaube ich, waren es im Jahr. Dazu habe ich auch schon viele Fakten in meinem Klimabetrugsartikel drin. Und selbst wenn jetzt der Meeresspiegel etwas ansteigt, dann müssen halt die Leute, die an der Küste leben, ein bisschen weiter zurückziehen. Das ist alles. Ja, das sind in der Regel die Reichen, die sich übrigens gerade da die Villen bauen, wie Obama und so weiter. Also die haben offensichtlich keine Angst, dass es passiert. Klimakatastrophen nehmen ab, wetterbedingte Katastrophen, habe ich auch schon oft erklärt, nehmen ab, unter anderem die Tornados, was damit zu tun hat, wenn es in kälteren Regionen wärmer wird, ist der Temperaturunterschied nicht mehr so groß zu den wärmeren Regionen, dadurch entstehen weniger Tornados. Und jetzt habe ich aus einem BBC-Interview mit einer Sprecherin von Extinction Rebellion mit dem Namen Zion Light noch eine Zahl, wie gesagt, es lief auf der BBC. Den letzten zufolge töteten wetterbedingte Katastrophen vor 100 Jahren 500.000 Menschen im Jahr. Heute sind es 20.000 im Jahr. Also eine dramatische Reduzierung über 95%. Wir sind aber heute sehr viel mehr Menschen als vor 100 Jahren. Das heißt, die Reduzierung ist in Wirklichkeit noch viel dramatischer. Wodurch? Durch technischen Fortschritt. Dass die Leute eben nicht mehr in Hütten leben, sondern in festen Häusern und so weiter. Durch technischen Fortschritt sterben immer weniger Menschen und genau dieser technische Fortschritt soll kaputt gemacht werden. Das werde ich gleich erklären, durch die Klimapolitik. Dann ein Bericht von 2015 im Spiegel, dass in den 3 Jahren zuvor 1 Million Haushalte in Deutschland schon der Strom abgestellt wurde, weil der Strom zu teuer geworden ist. Das war schon im Jahr 2015 so. Jetzt soll er nochmal teurer werden. Also werden noch mehr Haushalte in einem der am besten entwickelten Länder der Welt, werden 1 Million Haushalte vom Strom abgeschaltet. Das heißt, noch dramatischer ist es natürlich dann, wenn es weltweit umgesetzt wird, in Entwicklungsländern. Auch hierzu, man will uns wieder in das vorindustrielle Zeitalter zurückführen. Im vorindustriellen Zeitalter starben 25% der geborenen Kinder bis zum Alter von 5 Jahren. Nein, 25% der neugeborenen Kinder starben, bevor sie ihren ersten Geburtstag erreicht haben, und 25%, bevor sie den 10. erreicht haben. Die Hälfte aller Kinder ist dort gestorben, das wurde durch die Marktwirtschaft beendet. In Afrika wird es natürlich besonders dramatisch, die sollen laut Mainstream berichten, ein globaler Leader werden in erneuerbaren Energien, laut Mainstream, aber gerade Afrika leidet
immer noch darunter, dass dort eben zu wenig Marktwirtschaft herrscht. Durch die Marktwirtschaft ist im frühen 20. Jahrhundert, also zu Beginn der Industrialisierung, lebten 80% der Menschen in extremer Armut und heute sind es nur noch 10%. In Afrika sind es aber immer noch 40% aufgrund der mangelnden freien Marktwirtschaft. Habe ich auch schon in meinen Büchern beschrieben. Und jetzt wollen sie denen auch noch zusätzlich den Afrikanern die erneuerbaren Energien, das heißt die Klimaplanwirtschaft, aufs Auge drücken. Warum das so schlimm ist, erkläre ich jetzt gleich. Also es ist ganz wichtig zu kapieren, dass der Ökosozialismus viel schlimmer ist als der Sozialismus. Warum? Also, der Sozialismus hat an der Produktion eingesetzt. Warum hat der Sozialismus nicht funktioniert, auch wenn man gute Absichten hat? Weil die Preise fehlen. Also es fehlen Marktpreise. Der Preis eines Gutes zeigt an, wie knapp das Gut ist. Das heißt, sobald etwas knapp wird, wird es teurer und dann wird geforscht, wie man entweder dieses Gut billiger herstellen kann oder eben ersetzen kann durch andere Materialien, die leichter zu beschaffen sind und so weiter. Das nennt man effiziente Ressourcenverteilung. Jeder Eingriff in diesen Mechanismus führt dazu, dass die Ressourcen verschwendet werden. Hat man in der DDR eben besonders gesehen, in der Sowjetunion. Dort war die Umwelt besonders verschmutzt, aufgrund fehlender Eigentumsrechte, weil es der Staatsführung egal war. Und es wurde besonders viel unsinnige Tätigkeiten verrichtet, weil da hatten ja alle Arbeit, aber trotzdem haben die weit weniger produziert. Das ist die Ressourcenverschwendung, die natürlich die Natur stärker belastet. Aber der Witz war, der Unterschied zum Ökosozialismus ist, die sozialistische Führung wollte aber nützliche Produkte herstellen. Das heißt, die wollten eigentlich, dass jeder ein Auto hat. Das System war nur so ineffizient, dass man 10 Jahre auf dem Auto warten musste. Aber zumindest hatten sie das Ziel, dass jeder ein Auto hat. Das war erklärtes Ziel und natürlich hätten die am liebsten gehabt, dass es ihren Untertanen besser geht, damit sie eben nicht so schnell gestürzt werden, wie sie am Schluss doch der Fall war. Zwar mit Hilfe von Moskau, aber aufgrund der Unzufriedenheit der Leute. Der Ökosozialismus, der setzt nicht bei der Produktion an, der setzt beim Konsumenten an. Das heißt, der will ihm das gleich verbieten. Das ist viel schlimmer, als bei der Produktion anzusetzen. Das heißt, die wollen ja Fliegen und Autofahren verbieten, obwohl es möglich wäre. Das heißt, die Unzufriedenheit der Bevölkerung, sobald es wirklich durchgeführt wird, wird viel größer sein. Beim Sozialismus haben sie zumindest gesagt, ja, okay, Mist, es funktioniert nicht. Und dann haben sie sich selber, aber die waren ja dann, ist ja nicht so, dass die Leute im Osten nicht erfinderisch waren, sondern aufgrund der fehlenden Marktmechanismen konnte man damit kein Geld verdienen. Und deswegen hat sich nicht das beste Produkt durchgesetzt. Aber die Leute waren trotzdem erfinderisch und haben halt an ihrem Auto selber rumgebastelt. Heute wollen sie das aber ja sogar verbieten, dass du Auto fährst. Das heißt, in der DDR, im Sozialismus, konnte man sich auch noch durch Schwarzpakt und so weiter einige Waren besorgen, auch aus dem Westen, und durch Eigenleistung Dinge erlangen. Wenn sie das aber verbieten wollen, das heißt völlig unmöglich machen, ist die Bevölkerung noch unzufriedener. Das heißt, es werden noch mehr Menschen bei der Installation dieses Systems sterben. Noch viel mehr. Weil sie sehen ja, dass es eigentlich ging. Sie waren ja auch gewöhnt, dass es ging. Sie haben gesehen, man kann Auto fahren, man kann fliegen, man kann Handys benutzen. All das wird natürlich verboten, wenn man all das CO2 produziert. Was nicht zu verändern ist, auch durch Energie nicht, durch Windkraft und Sonnenenergie, weil man ja bei der Herstellung von Windkraft und so weiter wiederum Energie braucht, habe ich auch schon oft genug erklärt. Wenn das Ganze funktionieren würde, dann würde der Strom ja nicht ständig teurer werden. Ja, wenn das so funktionieren würde, wie die behaupten. Unter dem Kommunismus sind etwa mindestens 100 Millionen Menschen gestorben. Wenn man das hochrechnet auf die damalige Bevölkerungszahl im Ostblock, auf die heutige Bevölkerungszahl umrechnet, wären das 500 Millionen Menschen, die sterben. Das ist schon mal absolut sicher, dass die 500 Millionen sterben, wenn es weltweit umgesetzt wird. Weil
wie ich erklärt habe, ist der Ökosozialismus sogar noch schlimmer. Aber selbst wenn er gleich schlimm wäre wie der Sozialismus, würden also mindestens 500 Millionen Menschen sterben an Hunger, vor allem an Hunger. Und dass man halt auch die Gegner einsperren muss, wie es halt in der Sowjetunion war. Schon heute wollen sie ja Leute zwangspsychiatrisieren, die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben. Also das sind ja schon ernst gemeinte Vorschläge. Das heißt, es ist völlig klar, dass man das irgendwann mal bestrafen wird, wenn man das abstreitet. Das ist absolut sicher. Und die Leute in Lager sperrt. Und dann kommt man im Laufe der Zeit wahrscheinlich tatsächlich auf 5 Milliarden Menschen, die man damit ausrotten wird. Das ist das Ziel. Bill Gates, die ganzen Eugeniker und so weiter, die haben es gesagt, sie wollen die Menschheit reduzieren. Und das Wichtige ist eben zu begreifen, dass das auch dann so ist, wenn der Mensch wirklich Einfluss auf das Klima hätte. Durch die Klimapolitik, diese Planwirtschaft, werden die Menschen einfach sterben. Selbst wenn das stimmen würde, das ist das Wichtige an diesem Video. Wenn der Mensch wirklich das Klima erwärmt, wäre es gut, es würden weniger Menschen sterben, Kälte ist gut, Kälte ist schlecht, Wärme ist gut. Es würden durch mehr CO2 mehr Pflanzen wachsen. Das heißt, selbst wenn ihre These stimmen würde, dass der Mensch das Klima beeinflusst, dann müssten wir noch mehr CO2 ausstoßen. Weil Wärme eben gut ist und Kälte ist schlecht. Das heißt, meine Überschrift wird wahrscheinlich lauten, sie wollen 5 Milliarden ausrotten, aber sie werden auf jeden Fall hunderte von Millionen ausrotten. Einzelne wie Ted Turner wollen 5 Milliarden ausrotten, aber egal, selbst wenn die alle, die da oben sind, dran glauben, durch diese Planwirtschaft, die ökosozialistische Planwirtschaft, werden einfach Menschen sterben. Ich habe es gerade gezeigt, wie es eben auch im vorindustriellen Zeitalter war, wo viel mehr Menschen gestorben sind. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, warum euch auch die alternativen Medien belügen. Wir haben jetzt so den Eindruck, ich fange mal mit Exo-Magazin an. Ja, die kriegen ja totalen Gegenwind, die müssen sich bald ändern. Erstens glauben die ja, dass das von mir organisierte Trolle sind, was Quatsch ist. Ja, ich habe beim letzten KenFM-Video, das haben wir gar nicht gepostet, da waren auch bei dem Pro-Klimawandel-Video 2 zu 1 Ablehnung. Ich will euch ja mal zeigen, ob das denen schadet. Überhaupt nicht. Also Exo-Magazin gewinnt seit einem Jahr sowohl Views dazu, als auch Subscriber, als auch Abonnenten. Die haben im September über 1000 Abonnenten dazu gewonnen. Sie haben im August 1500 Abonnenten dazu gewonnen. 1000 im Juni und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt den Eindruck, dass wir da was erreicht haben, weil die Kommentare so negativ sind. Das ist denen völlig egal, weil sie wachsen weiter. Bei KenFM, der ja jahrelang jetzt dahin gedümpelt ist und keine neuen dazugewonnen hat, der gewinnt extrem dazu. Ein Ausschlag nach oben, also hier, ihr werdet dann die Grafik sehen, der hat alleine im August 7000 Abonnenten dazugewonnen. Also der gewinnt Abonnenten dazu. Deswegen ist es denen völlig egal, ob ihr die Wahrheit wissen wollt. Diese Leute, KenFM, ich sage es jetzt ganz deutlich, KenFM, Ken Jebsen, Exo-Politik, Exo-Magazin, der Kanal heißt Exo-Politik, Robert Fleischer, Matthias Brökers und Dirk Pohlmann, denen ist die Wahrheit vollkommen egal. Das könnt ihr nicht verstehen. Ihr versucht immer, die zu überzeugen. Ich auch. Aber diese Menschen sind nicht wie wir. Die sind nicht an der Wahrheit interessiert. Das ist denen völlig egal. Die sind entweder an Abonnentenzahlen interessiert, da läuft super, oder sie werden bezahlt. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, gibt immer Leute, die behaupten, die werden bezahlt dafür. Ich weiß es nicht. Aber es ist völlig klar, dass die absolut nicht an der Wahrheit interessiert sind, sonst würden sie zumindest endlich mal debattieren. Weil die machen jetzt eine Sendung nach der anderen. Das macht ja viel mehr Arbeit, diese Sendungen zu machen, als eine Debatte durchzuführen. Ja? Das letzte Video von Ken Jebsen, das längere, das hatte 350.000 Abrufe. Vielleicht sogar inzwischen so mehr. Ich habe es vor ein paar Tagen reingeschaut. Über 90% Likes.
Weil er in dem Video hat er Extinction Rebellion kritisiert und Greta und hat die Spaltung in der Bewegung kritisiert. Ja, wer spaltet denn die Bewegung? Diejenigen, die die Debatte verweigern. Was macht er? Abwechselnd ein skeptisches Video, abwechselnd ein, also pro Klimawandel und gegen. Das wechselt er ab. Während der ganzen Zeit steigen seine Abrufzahlen. Und in dem Video sagt er, er selber glaubt an den menschengemachten Klimawandel und der böse Neoliberalismus ist schuld. Das genaue Gegenteil ist der Fall. In marktwirtschaftlichen Ländern ist die Umwelt viel besser geschützt. Er lügt knallhart hier und er belügt euch knallhart in Bezug auf das Klima. Aber der lacht sich kaputt über euch. Also ich rede jetzt nicht von meinen Followern, die das alles durchschauen. Ich rede mit den anderen. Also den KenFM-Followern, die den immer noch abonnieren und sogar dieses Video geliked haben, wo er euch knallhart belügt, nur weil er eine Sache sagt, die euch gefallen hat, gegen Greta und gegen Extinction Rebellion. Der lacht sich über eure abgrundtiefe Dummheit kaputt. Diese beiden Betrügerkanäle wachsen damit, dass sie sich mit dem Klima beschäftigen. Wahrscheinlich ziehen sie auch noch Leute an aus der Klimasekte, die ja viel größer ist als unsere Wahrheitsbewegung, also die echt an der Wahrheit Interessierten. Der Robert Fleischer und der Ken Jebsen sind nicht Teil der Wahrheitsbewegung. Sie sind Teil der Lügenpresse. Sie belügen euch knallhart. So, und wenn das keine Folgen für die hat, indem die Abozahlen zurückkommen, dann lügen die einfach weiter. Diese Menschen haben keine Moral. Die haben keine Skrupel. Das ist jetzt offensichtlich. Wir haben es jetzt 3 Monate lang im Guten versucht. Super freundlich nachgefragt. Immer noch seid ihr sehr freundlich. Ich danke euch dafür. Ja? Und wenn mal irgendeiner was Böses schreibt, dann machen sie daraus gleich, ich habe Morddrohungen erhalten. Da habe ich bis heute keine gesehen. Ja? Auch da belügen sie euch wahrscheinlich knallhart. So, aber solange deren Abozahlen steigen, ist es denen scheißegal. Hauptsache die Knete stimmt. Ich meine, ich habe nichts gegen Geld verdienen, ich bin libertär, aber ich habe was dagegen, mit Lügen Geld zu verdienen. Ich weiß auch nicht, wie viel die verdienen, wahrscheinlich ist das gar nicht viel bei Extra Magazin. 75.000, das ist ja weniger als ich und ich verdiene auch kaum was. Aber dann geht's halt ums Ego, ja? Steigende Abozahlen oder eben sie werden vom militärisch-industriellen Komplex bezahlt. Das ist aber egal, wir werden das wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren rausfinden, vielleicht in 10 Jahren. Vielleicht wissen wir in 10 Jahren, ob die alle auf der Payroll des tiefen Staates standen. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig auch für den tiefen Staat ist, ob die hohe Abrufzahlen haben. Denn wenn sich deren Abozahlen halbieren, dann kann der tiefe Staat auch seine Propaganda nicht weitermachen, falls sie von denen bezahlt werden. Ich weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall, das Einzige, was diesen Leuten wehtut, ist, wenn sie Abonnenten verlieren. Jetzt werden die wahrscheinlich, oh, böse Olli, du rufst zum Deabonnieren auf. Ja, deabonnierte Lügner. Die können auch gerne dazu aufrufen, mich zu deabonnieren. Und wenn ich 99% meiner Abonnenten verlieren würde, ich würde immer noch für die Wahrheit eintreten und würde immer noch bereit sein, jede meiner Thesen zu debattieren. Jede. Ich sag's auch hier jetzt nochmal. Es kommen immer mal wieder Einzelne, die sagen, ja, ich würde gern debattieren. Dann schaue ich mir deren Videos an. Und dann sind das Leute, die wirklich so blöd sind, dass sie mir dann vorwerfen würden, du hast dir einen leichten Gegner ausgesucht. Es gibt 1, 2, die gesagt haben, sie würden jetzt mit mir debattieren. Ich mache das vielleicht auch irgendwann, aber ich versuche doch erst, die Großen zu kriegen. Die Leute, die bereit sind, mit mir zu debattieren, die sind so blöd, dass die noch nicht mal einen Satz geradeaus rausbringen. Und wenn ich dann sage, ja, den habe ich jetzt geschlagen in der Debatte und dabei noch meine guten Argumente rausgehauen. Aber was weiß ich, wir versuchen das jetzt nochmal mit denen, weil das Thema ist zu wichtig. Eine einzige Diskussion würde das Ganze ins Rollen bringen. Ich werde das Video auch Mr. Wissen to Go schicken, damit er weiß, dass er sich an einem Massenmord beteiligt. Aber an den kommen wir nicht ran, der wird von unseren Zwangsgebühren finanziert. An den Riso kommen wir nicht ran, der wird von den großen Unternehmen finanziert. Aber die bezeichnen sich als Teil der Wahrheitsbewegung. Das heißt, da haben wir eine Chance, sie dazu zu bringen, dass sie debattieren, und zwar mit mir. Die Vorwürfe, ich wäre Verschwörungstheoretiker, funktioniert bei denen nicht. Die reden über Aliens. Ja. Und ob ich welche politische Einstellung habe, ist völlig egal. Wir reden über den Klimawandel. Ich bin libertär und nicht wie die auch immer behaupten, rechts, aber selbst das wäre ja egal. Deabonniert Lügner und Betrüger. Und sie sind Lügner und Betrüger. Das ist völlig klar, wenn sie noch nicht mal debattieren.
Der Robert Fleischer hat sich, das ist in der geschlossenen, irgendwie, ich bin da glaube ich schon gesperrt, ich kann da nicht drauf, aber mir hat jemand zugeschickt auf Facebook, der verweist ernsthaft als Quelle auf Klimafakten. Bei Klimafakten steht ja alles. Ja, lieber Robert, ich kann alles, was auf Klimafakten steht, mit dir debattieren. Aber du traust dich nicht, weil du ein Betrüger und Lügner bist, genauso wie die anderen. Weil du noch nicht mal debattierst. Also ihr seht, ich verschärfe meinen Ton jetzt gegenüber den Lügnern und Betrügern. Wir haben es 3 Monate jetzt super nett versucht. Aber Leute, lasst euch nicht verscheißern von diesen Lügnern und Betrügern. Das muss Konsequenzen haben, mindestens darin, dass ihr das deabonniert. Du liest immer stolz vor, wieder habt ihr 21 Euro gespendet, wieder habt ihr 21 Euro gespendet. Hab jetzt mal reingeschaut in so ein Ding. Ja, wie blöd kann man denn sein, jemandem Geld zu spenden, der sich eine Debatte verweigert? Also selbst wenn die recht haben. Wie kann ich denn Geld in die Hand nehmen und sagen, ah, du verweigerst dich einer Debatte, das ist super, hier hast du 20 Euro. Da muss man ja komplett bescheuert sein. Und wenn die Wahrheitsbewegung schon so blöd ist, dann ist Deutschland am Ende. Das sind alles Volksverräter, weil natürlich am meisten geschädigt wird natürlich Deutschland durch die Klimapolitik, weil wir die Einzigen sind, die den Quatsch umsetzen im Moment. Also wer Volksverrätern Geld spendet, der ist selber ein Volksverräter und ein absoluter Schwachkopf. Und wer ein Video liked, in dem der Ken Jebsen erklärt, dass er diesen Schwachsinn glaubt und weiter eine Debatte verweigert, der könnte ja, wie gesagt, die könnten jetzt sagen, ja, die finden keine zwei, die debattieren. Der Ken Jebsen kann ja selber debattieren. Er behauptet ja selber, dass der Mensch das Klima erwärmt, hat hunderte von Sendungen gemacht. Der könnte mit mir debattieren. Auch er verweigert eine Debatte. Wie kann man jemandem Geld spenden, der eine Debatte, egal um welches Thema es geht, eine Debatte verweigert? Es gibt nur ein Thema in Deutschland, da kann man keine Debatte führen, weil die gesetzlich geregelt ist. Aber ansonsten kannst du über jedes Thema debattieren. Und die Leute spenden jemandem Geld, der sich einer Debatte verweigert. Wie was für ein Sklaven. Gut, natürlich, Linke haben natürlich so eine Sklavenmentalität. Das ist natürlich drin in so Linken. Und die haben ja vor allem linke Fans. Aber wie kann man denn... Ja, das finde ich toll, dass du nicht debattierst. Wie kann man so ein Wurm sein, so ein Sklave sein? Oh, das ist super, du diskutierst nicht, das ist geil, du verweigerst die Diskussion, super, ein Like und hier hast du gleich eine Spende. Wie abgrundtief erniedrigend ist das für ein menschliches Wesen? Seid ihr überhaupt menschliche Wesen? Oh, das finde ich toll, dass ihr nicht diskutiert. Danke, dass ihr nicht diskutiert. Habt ihr überhaupt keine Ehre im Leib, ein Funken Ehre im Leib? Also diese Leute müssen es zumindest im Geldbeutel spüren. Wenn sich deren Abonnentenzahlen halbieren, dann kann ich euch versprechen, dass sie es diskutieren anfangen. Das kann ich euch garantieren. Weil die interessiert nichts anderes als ihre Abonnentenzahlen. Die interessiert die Wahrheit nicht. Und das ist halt das, was für Leute wie uns so schwer zu begreifen ist. Wir sind in der ganzen Bewegung drin, um die Wahrheit herauszufinden. Wir sind uns nicht in allem einig. Die meisten glauben nicht, dass es ohne Staat funktioniert. Das ist okay. Aber selbst die, die glauben, dass es nicht ohne Staat funktioniert, die wollen die Wahrheit wissen. Die sind auf der Suche nach der Wahrheit. Und das Klimathema ist ja jetzt kein Staat- oder Nicht-Staat-Thema, wo es natürlich ohne Staat gar nicht gäbe, das Thema. Aber zumindest sucht ihr nach der Wahrheit. Leute wie der Robert Fleischer, der Dirk Kohlmann, der Matthias Brückers und der Ken Jebsen suchen nicht nach der Wahrheit. Die Wahrheit ist ihnen völlig egal. Das Einzige, was sie interessiert, sind Abos und Propaganda. Das heißt, man muss sie genau da kriegen bei ihren Abos. Wahrscheinlich ist es eher ein Ego-Ding bei Exo Magazin, weil ich glaube nicht, dass sie so viel verdienen. Aber man muss sie da treffen, wenn sie halt so ein, es ist, wie heißt das, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja? Wenn ich eine Debatte verweigere, oh, ich könnte ja verlieren. Jemand, der ein gesundes Selbstbewusstsein wie ich hat, der will debattieren. Jemand, der kein gesundes Selbstbewusstsein hat, der verweigert die Debatte. Weil die glauben ja, dass sie recht haben. Das sind entweder werden sie bezahlt oder es sind tiefsitzende Persönlichkeitsstörungen. Ich will euch aber nicht zwangspsychiatrisieren deswegen. Aber eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht, wenn ich die Debatte verweigere. Entweder ich werde dafür bezahlt oder ich habe einen an der Klatsche. Kann doch nicht wahr sein, dass ich eine Debatte verweigere. Und dass ihr denen das durchgehen lässt, ist für mich ein absolutes Rätsel. Und auch noch die Videos liked, also wie jetzt beim KenFM, nur weil er da
Weil, wie gesagt, hat er 80% Sachen, die gut sind. Aber wenn einer dann am Ende sagt, ja, aber debattiert, sagt er ja nicht, dass er nicht debattiert, aber er debattiert nicht. Und dann auch noch sagt, ja, aber ich glaube die Lüge. Und das wird geliked. Wir haben also über 300.000 Vollidioten in der Wahrheitsbewegung. Wie kann man so blöd sein? Also ich weiß auch nicht, ob es noch funktioniert. Das Zweite, was wir jetzt machen werden, wir veröffentlichen, wir müssen die Rundfunkanstalten anschreiben. Also ich mache schon mal unter dem Video oder auf meiner Webseite veröffentliche ich da schon mal die Adressen, an denen ihr da schreiben könnt. Weil Mr. Wissen to go und Co., die diskutieren halt nicht. Ja. Das haben wir jetzt probiert. Es macht trotzdem Sinn, immer was drunter zu posten, weil es werden immer wieder ein paar tausend mehr aufgeweckt. Am besten natürlich mit meiner mit meinem Klimabetrugsartikel, weil er da dann auch auf die anderen Themen stößt. Viele posten natürlich auch andere wissenschaftliche Quellen, das ist auch in Ordnung, aber das lesen die Leute nicht. Also wenn du dann englische Studien und hier, das lesen die Leute nicht. Der Vorteil an meiner Klimabetrugsseite ist, er hat alles auf einen Blick und stößt dann auch auf die anderen Themen, weil der sieht das sofort bei den ganzen anderen Videos. Das ist halt der Vorteil dann, weil ich bin ja zum Beispiel geshadowbanned. Mich findet man ja nicht, wenn man mich nicht kennt. Ich tauche nicht mehr, deswegen gehen meine Videos nicht viral. Ich tauche nicht automatisch auf, wenn jetzt einer ein klimaskeptisches Video sieht, tauche ich nicht automatisch daneben auf. Aber natürlich gibt es genügend andere Klimaskeptiker, die man posten kann, aber dann kriegen wir nicht mit. Also ich zum Beispiel kriege jetzt wenigstens mit, es ist immer noch der meist abgerufene Artikel, mein Klimabetrugsartikel, dann kriege ich zumindest mit, wie das noch läuft. Aber so kriegen wir überhaupt nicht mit. Jedes klimaskeptische Video ist wichtig und jedes kann man posten, aber es ist das beste Thema, um Leute aufzuwecken und dann kommen sie auf die anderen. Deswegen würde ich da nicht aufhören, auch wenn es frustrierend ist, natürlich. Ja, und ein bisschen Druck machen kann man immer noch bei denen, die auf ihre Abozahlen angewiesen sind. Das sind eben nicht die GEZ-Medien, das sind nicht die großen Rezo-Spaß-YouTuber, aber diejenigen aus der Wahrheitsbewegung. Ich sage voraus, wenn die ihre Abozahlen halbieren, ich bin sicher, dass es so sein wird, ja. Aber wenn die ihre Abozahlen halbieren, dann fangen die es debattieren an. Das kann ich euch garantieren. Geht gar nicht anders. Aber ich fürchte, es wird nicht passieren. Leute denken nicht mit oder was weiß ich. Das Video sehen ja auch wieder nur 60.000. Und von denen, die meins sehen, haben wahrscheinlich viele deren Magazin gar nicht abonniert. Aber das ist das Einzige, was mir noch einfällt, dass man die wenigstens ein bisschen Richtung dazu treiben kann, wenigstens mal zu debattieren. Das ist ja absolut unglaublich, dass sie sich in der Debatte verweigern. Das ist absolut unglaublich, dass sich das überhaupt, also das schockt mich mehr als die Propaganda der Medien, das schockt mich mehr als die Propaganda der Politiker. Am meisten schockt mich, dass Leute in der Wahrheitsbewegung sich das gefallen lassen. Das schockt mich brutal. Auch die Klimajünger auf der Straße schocken mich nicht. Die sind jahrelang indoktriniert worden. Schockt mich auch, aber nicht so sehr, wie dass Leute aus der Wahrheitsbewegung es sich gefallen lassen, dass sie jemand eine Debatte verweigert. Das schockt mich. Ich bin aber übrigens motiviert, vielen Dank durch meine Unterstützer. Ich mache trotzdem weiter, ich bin ja immer kurz vorm Aufgeben, weil ich sage, was soll ich denn mit diesen, mit den Idioten das nicht wollen? Aber die haben mir gesagt, ich soll auf gar keinen Fall aufhören, weil ich denen Halt gebe sozusagen. Ja. Also sagen, okay, ich bin nicht der einzig Verrückte. Einer hat mir geschrieben in meiner Unterstützergruppe, er ist wegen mir, hat er sich selbstständig gemacht und ist jetzt auch libertärer Autor unter anderem. Schreibt auch an einem Buch. Das motiviert mich. Ja. Also ich mache weiter, ich hoffe, dass ich bei dieser Einstellung auch bleibe, für die Leute, die es verdienen. Ihr verdient es. Ja. Meine Follower verdienen das. Dass ich mir meister Mühe gebe. Das muss ich mir auch immer sagen. Ja. Weil man verzweifelt ja wirklich an der Dummheit der Menschen. Aber ich mache es ja für die, die eben offen sind. Wir müssen nicht alle Einsteins sein, sondern die halt offen sind für neue Dinge. Für die mache ich weiter. Aber dass es über 300.000 Leute in der Wahrheitsbewegung gibt, die das liken, wenn jemand eine Debatte verweigert, das schockt mich.
Das schockt mich. Aber ich mach's für die anderen, die nicht vollkommen verblödet sind. Das ist etwas, was ich gerne einführen würde. Ja. Ich bin ja dafür, dass jeder seine Meinung sagen darf. Aber ich finde, es könnte doch sein, dass man zur Verantwortung gezogen wird für das, was man propagiert. Wenn man also die ganze Zeit für etwas propagiert hat, was letztlich für den Rest der Weltbevölkerung ein Problem ist und das hinterher nachweisbar ist, dann sollte es doch vielleicht auch Effekte haben, was man die ganze Zeit gesagt hat.